Fortnite Kapitel 2 ist nun endlich gestartet und auch zu dieser Season werde ich an vielen meiner Zuschauer, wie schon versprochen, den Battle Pass verschenken. Abonniere dafür nur meinen Kanal und trage meinen Creator Code der Fruchtzwerg in deinen Item Shop jetzt ein. Und nicht vergessen, schreibe mir natürlich jetzt auch dein Ingame-Name in die Kommentare rein, damit ich dich natürlich dann auch auswählen kann. Moin Freunde, heute möchte ich mit euch über das neue Darkfire Bundle sprechen, denn das ist ja das neue Skinpack, was jetzt bereits schon vor einem Monat geleakt wurde und jetzt gibt es dazu auch die ersten Bilder, wie dieses neue Darkfire Bundle dann genau aussehen wird. Wie gefällt dir denn jetzt eigentlich mein neues Intro? Wenn es dir gefällt, dann like doch jetzt dieses Video und falls du Verbesserungsvorschläge hast, dann schreib sie mir doch gerne auch in die Kommentare rein. Die neue Fortnite-Season ist nun endlich gestartet. Wir haben eine komplett neue Fortnite-Karte reinbekommen, einen brandneuen Battle Pass, den es jetzt gibt. Und wir haben natürlich dann auch neue Skins und auch neue Items. Und neue Skins und Items befinden sich nun jetzt auch in dem neuen Darkfire Bundle, welches am 5. November voraussichtlich dann erscheinen soll. Das Ganze wurde ja bereits schon vor Fortnite Kapitel 2 geleakt auf Twitter von Hypix, der das in den Gamefights gefunden hatte. Und nun gibt es dazu weitere Informationen in Bezug auf die Skins, wie die genau aussehen werden und wie du dieses vor allem auch freischalten kannst. Auf dem Logo, welches bereits bekannt gegeben wurde von dem Fortnite Darkfire Bundle, sehen wir drei Symbole. Und diese drei Symbole stehen jeweils für einen Skin. Bevor ich euch die Skins jetzt aber genauer vorstellen werde, werde ich erstmal darauf zu sprechen kommen, was sich denn alles in diesem neuen Skinpack befindet. Wir bekommen nämlich drei legendäre Skins, drei legendäre Rucksäcke, drei seltene Doppelspitzhacken, drei seltene Waffenlackierungen sowie ein neues Emote. Und jetzt haltet euch fest, dieses Skinpack soll insgesamt gerade mal 30 Euro kosten, was nach meiner Meinung einfach gar nichts ist für das, was wir aus diesem Skinpack bekommen. Denn wenn mich nicht alles täuscht, kostet ja schon ein legendärer Skin 25 Euro und wir haben drei legendäre Skins in diesem Skinpack plus Rucksäcke, Doppelspitzhacken, Waffenlackierungen und auch ein Emote. Dieses neue Darkfire Bundle kann sich also jeder von euch problemlos kaufen, außer ihr habt natürlich jetzt nicht das Geld dafür, aber ihr bekommt es ganz normal wie immer im Shop zu kaufen für 30 Euro dann. Es kann sich natürlich auch noch was ändern, das ist gar keine Frage, denn Epic Games kann ja auch immer noch sagen, hey, wir machen es günstiger oder wir machen es teurer oder wir fügen noch etwas zu diesem Skinpack dazu. Es kann immer noch was verändert werden, das nur im Hinterkopf behalten. Das halte ich jetzt aber für sehr unwahrscheinlich und wir kommen jetzt auf jeden Fall mal zu den drei legendären Skins und wir sehen jetzt auf dem Logo, was ich euch eben schon gezeigt habe, hier ganz oben ein Symbol, was sich jetzt sehr stark nach dem Ark-Skin ähnelt. Denn dieser Skin hat ja auch einen Heiligenschein und hat sogar Flügel als Rucksack. Dazu wurde jetzt bereits unter anderem von Hypix auf Twitter ein Ausschnitt veröffentlicht, wo man genau sehen kann, wie dieser Skin dann aussehen wird und den zeige ich euch jetzt hier einmal. Dieser Skin hat es nach meiner Meinung echt in sich und man kann mit diesem Skin und auch mit diesem Rucksack extrem coole Skin-Kombinationen erstellen. Davon kann ich jetzt auf jeden Fall schon mal ausgehen. Ihr könnt mir auf jeden Fall mal zum Schluss reinschreiben, welcher Skin euch denn von diesem Skinpack am besten gefallen hat. Das nächste Symbol, welches wir auf dem Logo sehen können, ist das von dem Power Cord Skin. Auch dieser Skin hat es echt in sich, nach meiner Meinung auch ein richtig krass guter, designter Skin und das Pack, und das sage ich jetzt hierbei nochmal, soll nur 30 Euro kosten, also extrem billig für solche geile Skins. Is not a lie. I will put out all of the fire.
Und dann sehen wir auch auf dem Logo noch das dritte Symbol. Und hier können wir ganz gut erkennen, dass es auf jeden Fall ein feuriger Skin werden wird. Es ist der Omen-Skin in einer feurigen Variante. Lasst euch überraschen, hier auch der Ausschnitt dazu. Welcher Skin gefällt euch jetzt hier aus diesem neuen Skinpack am besten? Schreibt es mir jetzt in die Kommentare rein. Wenn du nun auch den Battle Pass von mir geschenkt bekommen möchtest, dann trage meinen Creator-Code der Fruchtzwerg ein und abonniere meinen Kanal. Das war's jetzt auf jeden Fall mit diesem Video. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, mach es gut und auf Wiedersehen. Ciao!